war, die letzten 4 Tage waren wirklich ein Erlebnis, was ich mir so eigentlich nicht gewünscht habe und nie so vorgestellt habe. Ich war im Bereich, im Bezirk von Deutschkreuz, und dort ist wahrlich ein Menschenstrom, mir ist ein bisschen vorgekommen wie eine Leichnamsprozession. Da kommen in der Nacht 400-500 Leute über die Grenze, und dieses Grenzgebiet wird momentan wirklich von Flüchtlingen aus der ganzen Welt überrannt. Es sind hauptsächlich, und das ist neu, Inder, Pakistani und natürlich auch altbewährt Afghanen und Syrer, aber auch Nordafrikaner aus Tunesien sind verstärkt dabei, und die kommen wirklich die ganze Nacht und teilweise auch am Tag. Das österreichische Bundesheer leistet dort wirklich eine hervorragende Arbeit. Ich habe 4 Tage und Nächte eben mit den Leuten dort vor Ort verbracht. Die sind sehr gut ausgerüstet mit Wärmebildkameras auf diesem Radpanzer Hussar und natürlich auch mit mobilen Trupps mit Wärmebildkameras, die dieses Gebiet dort versuchen zu überwachen. Und in dem Moment, wo man dann auch diese Menschen sieht über diese Wärmebildkameras, werden sofort mobile Trupps dann dorthin geschickt, wo die Menschen sind. Und die werden dann meist in den Weinbergen, auf den Feldern und Äckern aufgegriffen. Das ist natürlich eine Situation, die immer wieder auch eigentlich totgeschwiegen wird. Unter anderem SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner sagt, die Situation an den Grenzen wäre ja gar nicht so schlimm. Wie schlimm hast du die Situation wahrgenommen? Ja, ich war in mehreren Orten und habe mit Beteiligten gesprochen, mit Betroffenen, mit vielen Leuten, die dort wohnen, und die haben unisono wirklich gesagt, wir haben momentan Angst, unsere Ortschaften, unsere Dörfer sind voll mit Flüchtlingen, die sind überall, in den Busstationen warten sie, in den Bahnhofstationen, teilweise schlafen sie in Garagen, und die Leute vor Ort haben Angst, und die waren richtig dankbar, dass wir vor Ort waren und darüber berichten, weil sie haben gesagt, wir kommen uns ziemlich verlassen vor, wenn sie ihren Freunden und Bekannten im Westen davon erzählen, die glauben das gar nicht, weil sie sagen, davon hört man nichts. Aber aus diesem Grund bin ich eben runtergefahren, um mir selbst ein Bild zu machen von der momentanen Situation, die wirklich extrem ist. In 5 Stunden dort hatten wir knapp 50 Leute, die aufgefangen wurden. Aber man muss dazu sagen, es kommen natürlich viele auch unter dem Radar durch, die nicht von der Polizei bzw. dem Bundesheer erwischt werden. Und da ist die Dunkelziffer natürlich viel, viel höher. Man kann damit rechnen, so wurde mir hinter vorgehaltener Hand auch gesagt, dass ca. 150.000 Leute in den letzten 9 Monaten, also in diesem Jahr, die grüne Grenze nach Österreich übertreten haben. Und das ist das große Problem, und das sagt man unisono auch wirklich vor Ort, egal ob man mit Politikern spricht, Bürgermeistern etc. oder mit den Leuten vor Ort. Es wurde immer gesagt, auch vom Bundeskanzler Nehammer, die Balkanroute ist geschlossen, aber davon merkt man nichts, denn es ist wirklich ein reger Verkehr, und eben jetzt neue viele Inder kommen, denn in Serbien können die Inder ohne Visum einreisen, und die nützen die Gelegenheit und kommen dann ganz schnell nach Österreich.